555 Castle, jawohl. Ist der Bescheid? Striker? Munitionsstriker? Ja. Wood? Ist der nice. Oder? Können wir mal nehmen, ne? Wieso hat Vlad hier so viel Munition? Yep. Ich fühle mich jetzt reich und berühmt. Und die Tricksäcke denn her? Hallo? Zu Hause. Medizinschrank. Sehr hübsch. Weiß schon. Ja, Painkiller nehmen vor allen Dingen. Wäre meine Idee, würde ich behaupten. Hallo, Freunde. Nicht viel Munition. Ah, haben auch keine Munition. Okay, nehmen wir doch erstmal die. Der hat's aber cool hier, der Flat. Hallo. Ich glaube, hier oben ist ja noch. Wo denn? So, müssen wir mal sehen. Irgendwo vielleicht ein bisschen Munition finden. Mal ein bisschen AK-Muni. Jetzt nicht weiter, gehen wir mal nach oben. Waren wir hier schon mal? Kommt mir so bekannt vor, so vom Aufbau her. Sind wir wieder im Club Ragnarok? Wird das sein? Gut. Was? Scheiße, scheiße, wo denn? Ah, komm schon. Kugelhagel, ja. Oh, ist ja geil. Für den Innenkram haben wir auch nicht mehr ganz so viel Money. Und vielleicht noch ein paar Painkiller finden, das wäre echt nice. Ah, Harmony. Noch woanders hingeführt? Ne. Ja, gut. So. Wo geht's jetzt weiter? Um was will Vlad? Dachte, Vlad wäre unser Freund. Unglaublich. Was so hintergeht, ey. Das würde er bereuen. Das würde er richtig bereuen.
Ja. Schau besser einmal nach. Ja. Nein, versaust den Hinterhalt. Wo sind denn die anderen? Wo seid ihr denn? Also einer liegt da schon tot. Na gut. Vielen. Ich kann nicht einfach am Boden rumliegen, du. Solltet ihr mal ein bisschen Ordnung schaffen, Leute. Ich glaube, das gefällt eurem Boss so nicht. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken, ey. Aber es sieht gut aus. Uiuiui. Ihr was? Oh ja, oh ja. Ist er schon da? Was kann ich nicht hören? Was haben die gemacht? What? Lebt der immer noch? Gut, wir sind wieder im Club Ragnarok. Okay. Sind jetzt wieder hinter der Bühne. Runter oder hoch? Und da können wir gar nicht mehr. Was? Ja, wer hat das gesagt? Ja, wo denn? Da. Ja, komm schon. Muss er ja eigentlich vorkommen? Denn er konnte uns ja nicht mehr sehen. Winkel, was? Ah, platt, Alter. Hast du die ganze Armee oder was? Ja, aber da hat er genug Waffen von Winnie geklaut. Ich glaube nicht, dass es alle waren, die auf der Baustelle rumlagen. Können wir das vielleicht ausschalten? Nee. Schade, 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 schade. So. Blatt, mein Freund. Ah, warte, war dann cleaner, oder? Das sind doch cleaner 100 Pro. Gib mir Deckung. Boah, aber wie viele, ey? Unglaublich. Aber die bringen wir jetzt ein bisschen Money mit. Ah, das sind cleaner. Blatt, diese Drecksau. Wir haben den Una vertraut, ne? Haben wir ihn sogar von unseren Plänen erzählt, wenn ich mich nicht irre.
Ich sehe mir das besser mal an. Hallo? Die Vans des Reinigungsunternehmens, die Overalls, die illegalen Feuerwaffen. Die Beweise dafür, dass Vlad hinter allem steckte. Ja. Ich habe meinen Bruder ermordet. Ich bin kein Lord mehr. Männer, ergreift sie! Euer Wort ist uns Befehl, my lady. Verbrechen gegen unseren Namen. Oh mein Gott. Verbrechen, das nicht Mama. Sünd bleiben darf. Mein Lord. Lass sie los, ihr Tiere. Ja, gut, gut. Männer, lass sie gehen. Aye, my lady. Gut, gut, liebes Mädchen. Ihr scheint ein wenig schwach. Nicht trinken. Nein. Ihr werdet Farbe auf eure Wangen bringen. Danke, my lady. Nein, trinkt nicht, my lady. Valentine, my lord. Erlaubt mir, Mama. Ich trinke im Gedenken an meinen Bruder. My lady. Was? Ich trinke auf euch. Nein, mein Sohn, das ist nicht für euch. Männer, haltet ihn. Oh mein Gott. Spät. Ich habe das bittere Gift geschluckt. Ich sterbe, damit meine Lady leben kann. Durch diese Tat erweise ich mich als wahrer Lord. My Lord? Oh mein Gott. Nein, Feuer! Ein Feuer ist ausgebrochen! My Lord! My Lady, lauf! Lauf! Ich sag, der ist tot! Mama! Ihr seid... Lady. Oh mein Gott! Nein, mein Sohn. Look at this Bild! Oh mein Gott, das ist ja Dramatik gar nicht zu überbieten. Ah, hier haben wir noch Pillen. Können wir reinziehen? Irgendwo was? Hinten war nichts, ne? Oh mein Gott. Beide Lords sind tot. Und die Mutter ist schuld. Der härteste, schädelspaltende, Sprüche kloppende Schurke im ganzen Ghetto. Da. Genau. Dick Justice. Na, Dick. So. Ich glaube, bloß eine Vorschau, oder? Ja. Oh, Cleansing? Ja? Achso, haben wir ja schon gesehen. Also Schluss mit lustig. Mal speichern. Okay, was ist los? Kann mir das mal jemand sagen? Ich Schüsse. Ist sie immer noch unterwegs? Halte sie auf. Sie könnte unterwegs nach hier sein. Ist Büro. Ist das die gleiche Killerfrau, die den Boss verwundet hat? Haltet sie. Hat sie eine Armee bei sich? Kogniert diese Männer. Wir haben den doch erst vor kurzem hier aus dem Club gerettet. Na? Vlad, dem Arsch. Und jetzt nehmen wir praktisch genau denselben Weg. Nur, dass es inzwischen schon wesentlich mehr fortgeschritten ist in der Renovierung. Also. Hier ist der Cowboy mit ins Spiel gekommen, das letzte Mal. Ach Leute. Hallo? Oh, wie sieht der cool aus?
7 Granaten. Geil. Windschott? Vlad und Mona waren auf Kollisionskurs. Fand ich den einen, war die Chance hoch, auch den anderen zu finden. Vlad wollte zu Vinny. Ich brauchte nur seiner Karte zu folgen. Sie haben eine neue Nachricht. Vlad, ich bin's. Wo bist du? Ich brauche dich. Ich bin jetzt unterwegs zur Baustelle. Winterson. Ich tue es. Ich erledige beide für dich. Also doch. Ich weiß es nicht. Ist das ein Verbrechen? Ist es strafbar, glücklich zu sein? Sie haben dich nicht mit meinem Jungen gesehen. Haben dich nicht mit mir gesehen. Ich vermisse dich. Ruf mich an. Die Vergoldung der Maske hatte einen Sprung und enthüllte die Fäulnis darunter. Wintersons Geständnis wusch meine Schuld nicht fort. Es machte alles nur schlimmer. Ich hatte eine Verabredung mit Vlad, bei Vinny. Ich dachte, das ist ein Gebäude. Max, du machst nur Blödsinn. Aber wirklich. Ich war immer noch ein paar Blocks von Winnies Haus entfernt. Ich musste mich beeilen. Alle Türen sind versperrt. Geht auf die andere Seite des Gebäudes. So, speichern wir mal. Oh, Mollus. Oh, schon 7 Stück. Die nehmen wir eigentlich fast nie, oder? Hallo? Gucken, was die machen, wenn man sich vor dem versteckt. Erzählen die nur was? Ah, jetzt ist die. Der Pfad für die vorbei, würde ich behaupten. Deswegen hängt er auch dort fest, oder? Jetzt einfach nur noch random. What? Alter, wo kommst denn du her? Da ist er. Ja, durch, ja. Mal hoch, da kommen wir raus. Gut. Vor kurzem prangten überall in der Stadt die Wii-Zeichen. Jetzt konzentrierten sie sich auf die üblen Stadtviertel. Das Grab des Monsters. Das klingt doch wieder Winnie, oder? Was? Im ganzen Viertel tobt ein Bandenkrieg zwischen Vlads Männern und Winnies Gangstern. Ja, und mittendrin der kleine Max. Ja? Ah, kriegt man schon hin. Alles kein Problem. Solange wir genug Pillen haben. Solange wir uns die Pillchen nicht ausgehen. Ja, überhaupt. Es sieht irgendwie so aus, wird so. Oh, doch, es geht um die Ecke. Ja, klar, die waren zu faul, da wenigstens noch in eine Ecke reinzumachen. Das wäre schon ein bisschen dreist gewesen.
Überraschung. Keiner da. Überraschung. Ei. Der Mord an ist keine Kritik, aber ich schaue mir hier Mr. Justice unter der Stadt auf der Suche nach Vergeltung. Ich setze dich mal kurz dazu, ja, Kollege? Die Nacht war schwarz wie der Tod. Hier fühlte ich mich zu Hause. Drogendealende Mörder in teuren Anzügen krochen um mich herum aus der Versenkung. Die einzigen Anzüge, die sie nach heute Nacht tragen würden, waren Leichenhemden. Es ist Dick Justice! Schnappt ihn! Schnappt den verdammten Kopf! Dein Prozess findet in der Leichenhalle statt. Mein Gesicht war wie eine Maske aus Stein. Ich war die personifizierte Rache. Yeah, Dick Justice. Das haben Sie gut recherchiert, das hier. Warst du mal da draußen? Das ist alles genau wie da draußen. Ja? Ich hab gehört, Sie haben einen Haufen Experten angeheuert. Ex-Cops. Haben Drogendealer im Gefängnis gefragt. Realistische Geht's nicht. Ja. Sicher ist es eine Wiederholung. Das habe ich schon gesehen. Ja, genau. Ich habe gehört, dass das auf einem echten Fall basiert, der hier irgendwann passiert ist. Echt? Ja, ja. Ich habe es irgendwo gelesen. Ja, das glaube ich dir sofort, dass du das gelesen hast. Na gut, ich lasse dich mal, ne? Aber ich mach den Fernseher wieder an, komm. Ich lasse dich mal kurz alleine, ja? Ja? Okay, ich will es auch sehen. Max Heat und Laura Norder in Max Heat 7. Yeah. So, lass mal den mal alleine da, ja? Das will keiner sehen. Geht's weiter? Gibt's hier noch was? Ne. Ah, flat, Alter. Drecksack, einfach nur ein Drecksack. Millys Gebrauchtwagenhandel war ein Stück voraus. Ich musste einen Weg auf die Straße finden. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Huch! Ich würde sagen, wir beenden den Bandenkrieg mal demnächst, oder? Und jetzt hoch oder runter? Oh ja, wie in den guten alten Zeiten, als wir noch wie gedealt haben. Und was? Wer wird denn mit wie gedealt, ihr Schweine? Okay, dann gehen wir mal kurz oben gucken, ob wir da noch was finden. Wo die netten Herrschaften hergekommen sind. Ah, Pillen, Munition. Boah, sowas liegt hier einfach rum. Geht nicht weiter, hier geht's auch nicht weiter, auch nicht so. Haben wir das auch. Was? Vincent, Sweet Deals on Wheels. Okay. Und wo geht's jetzt lang? Jetzt wieder ein Hof. Und hier was aufmachen? Naja. Na, komm schon. So, gehen wir erstmal in den Hof, würde ich sagen. Hallo? So, kommen wir gar nicht weiter. So, wo ist der gute Mann? So, müssen wir jetzt. Hier lang. Hallo? Was sind das für Bruchbuden hier? Meine Güte.
Ich würde sagen, nein. Einfach nein. Ach, komm schon. Von wo denn noch? Okay, mal schauen, wo die Affen überall herkommen. Nee. Ah, das gefällt mir nicht. Boah, wieso wechseln da die Waffe? Ah, von der anderen Seite auch noch. Okay, okay. Was? Was? Wo kommst denn du her? Oh, Mann. Nein. Und gleich schießen um die Ecke gerannt hier. Wo denn überall? Ach so, weil wir nicht hier stehen geblieben sind, kommen die jetzt alles Treppenhaus hoch. Ja, warum nicht? Dann ignorieren wir die mal. Und neue Waschmaschine. Hübsches Edelstahl-Toilettchen. Schick, schick. Passt ja zu der noblen Ausstattung hier in der Wohnung. Also, muss ich jetzt mal so sagen, wa? Kann man jetzt nicht meckern. Hat gerade jemanden gehört, oder? Hallo? Wie wär's mit Ausziehen? Was soll damit sein? Zuerst eine Socke, dann die andere? Nein, ich meine, wie wär's, wenn du ausziehst und sie verlässt? Das ist das Problem. Man kann sie nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Stimmt, aber man kann sich aussuchen, was draus werden soll, weißt du? Freiheit oder Tod? Schätze, du hast recht. Danke, Vegas. Ja. Hey, wird mir jetzt bloß nicht weich. Also, du bleibst hier, ich sehe mal oben nach. Okay, aber Vegas, ich meine es ernst. Danke. Ach, yep. Schon vergessen. Stehen bleiben! Was für tiefgründige Gespräche hier. Aber das hat sich eh erledigt. Mit dem Ausziehen, würde ich behaupten. Brauchst du nicht mehr, Kollege. Ich habe das für dich geklärt. So, also müssen wir jetzt nach oben. Mal speichern. Was für ein ewig langer Weg um 200 Yards, was immer, wie weit auch immer 200 Yards sind. Sei doch kein Dummkopf, du brichst dir den Hals. Das schaffe ich schon, komm hier raus. Scheiße, nein, ich hab Höhenangst. Schwing deinen Arsch hier rein, scheiße, ich muss kotzen. Ah! Siehst du? Ich krieg's nicht kaputt. Siehst du? Ich glaub, da geht gleich was kaputt. Oh! Scheiße, verdammt! Alles okay da unten? Bist du okay? Geschieht dir recht. Was? Das sagt man nicht. Also, echt jetzt.